Ich habe was gefunden, ich weiß nicht, ob euch das juckt. Ich weiß nicht, ob euch das juckt. Vielleicht ist das so ein Ding, was nur mich irgendwie extrem geil macht. Aber ich zeige euch mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt. Schaut mal ganz kurz mit mir rein. Putting kit and creating a dystopian setting to dis Also, dieser Typ macht genau dieses Ding hier. Findet ihr sowas interessant? Ich finde das voll krass, weil der fängt halt quasi von null an provided the kit has been designed well, und each piece baut fits dann almost sowas perfectly. zusammen. Ich finde das übertrieben beruhigend. Ich schaue mir sowas richtig gerne an, Alter. Ich finde das richtig krass, weil wir skippen mal so ein bisschen durch hier. Er baut das hier erstmal das Haus Do your zusammen best to try and und avoid malt jetzt hier introducing dann patterns when spacing einzelne out the Holzstücke fluid zusammen und into the hole sowas. fluid in place at Es ist so 1.5 Anti-ADS-Konter. Guck mal, der hat dieses Haus einfach aus Pappe gebaut. Wie millimeter insane. strip. You cut Aber das ist nicht das Krasse. Die Häuser sind nicht das Krasse. the Sondern das mid-80s. Krasse ist. So salmon and beige are ideal. Der richtet das jetzt noch Probably ein, oder? true. Natürlich richtet er das noch ein, The klar. LEDs are wired together and fitted and glued onto Da each kommt of the natürlich skewers. klar noch Licht rein, Top light ganz wichtig, ne? gyro goo. So, It's warte, jetzt gleich important. wird's geil. Jetzt wird's When I geil. start shaping So, und jetzt fängt er an, das Ding zu shapen. Und jetzt wird's richtig nice. the edges of the model, I Ganz place the wild. house on top so I get a Ganz better wild. idea of how big some of the cuts and overhangs Boah, are in jetzt wird's terms so of geil, scale. Leute. Also, er hat jetzt dieses Haus gebaut. Und jetzt nimmt er diesen I Styroporschneider. slowly work my way around the model, Boah. creating cracks, falling rock ledges and overhangs. Der shaped das jetzt damit, so wie geil. Don't be too worried about making mistakes, as the edges will eventually be covered in plaster. And any mistakes can be hidden Wie later. kann man das nicht It's fühlen? just a matter of experimenting and being Alter, creative. ich finde das so geil. Das ist Plaster schon rocks are added for extra ziemlich detail. These ones were sexy. sent to me from Nock, along with some other scenes. Komm mal, dann geht der hin 3 to 1 race hold or und tap macht dann halt noch so eine Form damit und packt dann noch so on Steine 3D da printer. dran. All of the tiny exterior Guck mal, wie details geil except das for the ist. car were made using the 3D printer. Wartet mal, wenn das fertig ist, Leute. Also ich würde sowas gerne selber mal machen, aber ich kann es halt nicht, ne? Second is Vallejo Splinter Camouflage Base. Ja, geil, aber schau lieber That privat. gets dry brushed over the raised surfaces of the rocks Guck and mal, der malt scoops das up jetzt einfach so leaves an. and Jetzt nimmt der Erde. and after grout was added. Vallejo brown urns at a time Oh, wie so that geil, I guck can tilt the mal. model on its side when applying the dirt. Ja, aber auch unnötig. Es ist absolut unnötig, Digga. Das ist absolut schwachsinnig, sowas zu machen. I add the dirt in quite thick layers across the paint while it's wet. Meint ihr, ich krieg sowas hin? Meint ihr, ich krieg sowas hin? Was bringt ihnen das weiter? Ja, gar nicht, aber was bringt es einem Künstler, ein Bild zu malen? Alle schreiben, nein, danke für nichts, Chat. Ihr dummen Wichser, Alter. Once all the paint is completely covered, I very gently rotate the model back onto its base, trying not to bump the model so the built-up areas of dirt remain stuck onto the sides. Okay, guck mal, Leute. Also, ich skippe mal ganz Press kurz around the durch. Ich zeige euch mast, das mal ganz kurz. mix Guck mal, der Stein sieht ja schon mal richtig lit a aus, V oder? Jetzt fängt der cut an. into in previous tutorials, some of the grass Jetzt wird's wild. Guck mal. Es ist so ein bisschen autistisch, ne? Es ist so ein bisschen Modelleisenbahn-Shit. Any excess grass is Seht ihr das? removed Der macht using a Gras da vacuum drauf. cleaner and stock. Vielleicht bin ich aber auch einfach ein Autist und feiere das zu sehr. Vielleicht bin ich einfach. Vielleicht. To collect the excess grass for later use. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil, der macht da Gras drauf mit so einem kleinen To prevent the Elektroding. grass looking too uniform, I added some areas of longer Guck mal, wie geil. 2.5 mm Da, grout. jetzt macht er noch längeres Gras darauf, weil das muss ja unterschiedlich hoch sein. It's as easy as applying the glue randomly on spots and applying more grass using Guck the jetzt nimmt er wieder applicator. dieses Ding mit It's dem amazing Strom. how much a subtle effect makes a difference to the overall scene. Seht ihr? Seht ihr? Ich bin aber auch dumm. Ich bin aber auch dumm, Digga. Ich guck mir ja auch Videos an, wo Leute so ein Auto saugen, ne? To firmly Ich glaube, der Typ ist Single. Auf jeden Fall, Digga. hold the fibers in place, Guck mal, a jetzt small kommt da oben amount noch of so ein bisschen Sprüh isopropyl drauf, alcohol is applied, ne? followed by a light misting of the scenic glue. It's only a very light coat. Kann man was darauf anpflanzen? Nein, das sieht einfach nur gut aus. From the top Damit kann man nichts machen. Da stellt man sich einfach irgendwo hin. down.
Once the glue is dried, additional detail is added to the grass by airbrushing some Vallejo beige to small patches Jetzt kommt noch ein bisschen Beige da drauf, damit das ein bisschen besser aussieht, ne? Indicating drier patches of grass. Der Chat sagt, warum habe ich 5,99 bezahlt als Sub, um mir so eine Scheiße anzugucken? With a quick test fit of the house and garage, you can see how much of a difference adding the grass makes to the overall scene. The fence is scratch built using 0.7mm thick birch plywood. It's cut into strips using the Micromark duplicator. Danke für 5 Gifted Subs. Oh, Digga. Boah. Oh, Digga. Oh. Baumischin, danke schön für 5 Gifted Subs. Baumischin 137. Boah, Junge. Ey, ich schwör. Boah, Digga. Alter. Ich habe kein Corona. Ich habe einen Apfel gegessen. Und dieser Apfel ist mir im Hals stecken geblieben. Digga. Was für ein Apfel a day keep the doctor away, Junge. Ich schwöre, ich esse einen Apfel einmal in der Woche und sterbe dran. Was für ein Scheiß. Boah, Junge. Oh, Junge, Alter. Auf Schneewittchen sein Urgroßvater angelehnt. Ich schwöre es euch, Digga. Oh. Aber gut, man muss doch mal ein bisschen die Lunge freihusten, sag ich. So, gucken wir weiter den Scheiß hier. Baumischen, Digga, dankeschön nochmal. Baumischen 137, dankeschön für deine 10 Gift of Subs und Carry 1986. Du Scheiße, Digga, was ist denn heute los? Dankeschön für deine 5 Gift of Subs. Kuss. Dankeschön, Ehre. Ehre, Ehre, Ehre. Darauf erstmal ein Apfel, Alter. Irgendwas ist gerade, also ich glaube, ich verwese gerade innerlich oder so, ganz seltsam. Each strip is then cut to make the fence panel using. Guck mal, jetzt macht er den Zaun. Da. Guck hier, der Zaun ist schon da. A number of scenery clinics. Jetzt macht er da noch Mais hin. Seht ihr das Mais? Called all scale scenics. I've decided to use einfach straight up autisten Content hier wirklich. Some of their corn stalks on the back section of the diorama, but I first add some ground up leaves and bark. Guck mal, jetzt schreddert er die Leaves, macht er klein. To add a bit of texture and color to the ground. Muss er den Rasen auch mähen? Ja. Ground where the corn stalks will be placed. It too gets glued in place with some scenic glue. Frag mein nächstes Date, ob dir sowas steht. Safe, Bro, safe. Oh, Digga. Ich hab, glaube ich, ein Stück Apfel auf meinen Stimmbändern. The corn can be glued and pressed into position. But for the tough spots, you can drill ace. Okay, jetzt nervt er mich auch. Ich will es auch nicht mehr gucken.